Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Und hier ist Örtel Meyers und wir machen weiter mit der Ausbildung für Sehanda. Und zwar muss ich gestehen, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Und zwar sollten wir keinen Multihirsch aus 140, bla 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 Meter schießen, sondern einen Weißwedelhirsch. Und deswegen wechseln wir heute mal das Revier. Und ich nehme wieder den Bogen mit und das Gewehr. Und ja. Wenn wir Glück haben, stoßen wir vielleicht sogar auf einen Bären. Denn in diesem Gebiet gibt es auch Bären. Und als allererstes, wie wir schon wissen, schmeißen wir zuerst unser 8x4 rein. Also unser Geruchsreduzierer. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Gut, dann muss ich wieder alles umändern. So. Unser Weg führt heute, also wir sind jetzt, komm, ein bisschen schneller. So, hier und wir laufen hier runter, also diesen Weg entlang und dann an der Kreuzung links und runter und hier ist dann so eine Hütte, wo wir dort gewesen sind. Gut, ja. Dann wollen wir doch mal losgehen. Einfach mal schauen, was auf uns zukommt. So. Dann gehen wir jetzt raus von unserem Punkt und gehen dabei in die Hocke. Und hier haben wir schon ein erstes verwildetes Schwein. Wir werden natürlich keine Schweine jagen. Wir versuchen, den Weißwedelhirsch zu bekommen und auf eine Entfernung zu schießen, ist ja klar. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Im Moment eigentlich sehr wenig. Ich möchte jetzt nur so schnell wie möglich noch diese Mission hier abschließen, damit wir auf die anderen Tiere gehen können. Und dann kann ich auch über die Tiere noch etwas sagen. Demnächst werde ich mal eine kleine Führung über die ganzen Hilfeseiten machen, die es so gibt. Und zwar gibt es ja da The Hunter Wiki und euch nochmal die Homepage genau erklären, weil da sind doch noch einige Fragen offen. Zum Beispiel, wie man die ganze Sprache auf Deutsch einstellt und so weiter. Und das werde ich dann in einer der nächsten Folgen machen. Und dann gehen wir mal auf Fasanjagd und oder Truthahnjagd. Wobei Truthahn natürlich schwieriger ist wie der Fasan. Warum? Das erkläre ich euch dann. Aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, einen Weißwedelhirsch zu jagen und zu schießen. Ja, schreibt mir mal eure Frage, was ihr über die Homepage noch wissen wollt, was ihr noch wissen wollt über The Hunter Wiki. Dann schreibt mir auch bitte in die Kommentare, ob euch mal interessieren würde, die Tiere an sich, dass ich mal die ganzen Tiere vorstelle und so weiter und so fort. Damit wir da auch mal einen Einblick haben über die Tierwelt. Damit wir wissen, wie kann man sie jagen, was ist das Beste, die beste Waffe dafür und warum, wieso, weshalb. Warum darf ich nur diese Waffe benutzen und nicht eine andere und und. Dann, wofür sind die Caller da oder wo finde ich eine Liste, welche Caller oder wie das Tier auf den Call reagiert und. Das zeige ich euch dann alles. Aber jetzt brauchen wir erstmal hier noch den Weißwedelhirsch. Was sehen wir da vorne? Das Schwarze. Nichts, nur Schatten.
Ach, Moment, es ist mal hier weiter. Ja, morgen. Oder ja, was heißt morgen? Ja, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil diese Folge, was ich jetzt gerade aufnehme, kommt ja erst am Sonntags. Naja. Dann sage ich es jetzt nicht. So, da haben wir eine Spur. Schauen wir gleich mal, was das ist. Verwildetes Schwein hinter uns. Irgendwo, ja, das bringt uns aber jetzt sehr wenig, weil wir haben keinen Ruf. Ja, da läuft's, da läuft's, da läuft's. Komm, den holen wir uns doch, oder? So, wo ist es? Und weg ist es. Ja, bei Schweine, Elche und Co. muss man aufpassen, man wird eventuell angegriffen und dann liegt man. Und wir haben keine Erste-Hilfe-Sachen dabei. Das heißt, unter Umständen dürfen wir dann komplett neu beginnen mit der Jagd. Und das sind dann so Punkte, wo man dann ganz schön schnell ins Fluchen kommt. So, wo ist das Schweinchen hin? Da unten läuft es. Schauen wir, dass wir noch näher rankommen. Schweine mit dem Bogenschießen ist schwer, denn die halten ganz schön viel aus. So. Na, jetzt ist es wieder weg. Entweder bewegen sie sich sau langsam oder sie sind verdammt schnell. Eins von beiden trifft immer zu. Aber so ein mittelmäßiges Ding habe ich noch nie gesehen bei den Schweinen. Jetzt haben wir nicht einmal den Caller. Und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie in seine Ding laufen und der uns dann angreift. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Aber macht nichts, sonst seht ihr gleich, wie es ist. Wie das aussieht, wenn man von einem Schwein attackiert wird. Natürlich da das Gleiche. Jedes Tier hat seinen eigenen Skill, was Spuren und Sichtung be betrifft. Das heißt, da wir noch wenig Schweine haben, werden wir auch Schwierigkeiten haben, der Spur folgen zu können. Und so wie es aussieht, ist es auch so. Ich glaube, da oben ist er. Ja. Die hängt am Baum. Ist weiblich. Wenn sie schon mal hängt. Nein, mit dem Bogen ist schlecht. Wir werden es versuchen.
zu schießen. So. Dann wird uns natürlich jetzt interessieren, wo wir getroffen haben. So, da haben wir. Ach, wir haben es gleich so getroffen, dass es liegt. Ja, cool. Was haben wir denn getroffen? Stimmt. Ja, sofort die rechte Lunge. 151 Kilo, 333,546 der Score. Gut, und dann wollen wir natürlich weiterziehen, um unseren Weißwedelhirsch zu suchen, den wir brauchen. Glaube, wir gehen jetzt erstmal zurück auf die Straße. Und auch hier, da es ja auch hier Bären gibt, ist natürlich besondere Vorsicht geboten, dass man wirklich viel lauscht. Da haben wir wieder eine Spur. Gleich mal schauen, was es ist. Von einem verwilderten Schwein war die Spur. Oder was heißt Spur? Die Scheiße. Zumindest haben wir schon mal einen Abschuss. Und natürlich auch hier wieder. Kann passieren, dass wir heute mit dem Weißwedelhirsch auch kein Glück haben. Kommt vor, sowas, und man darf das aber dann nicht irgendwie, ja, Entschuldigung, man darf das dann nicht irgendwie so, ja, ist halt so, sich mit ärgern, da denken, oh, scheiße, kein Glück, und ja, es gehört einfach ein bisschen Glück auch dazu. Man kann stundenlang wo liegen und es passiert nichts. Wir schmeißen uns jetzt hier durchs Geäst. Ich hoffe, wir treffen nicht auf den Bären. Und wenn doch, dann hoffe ich, dass wir schneller sind wie der Bär. Eine freie Fläche, eine Wiese.
Das ist immer gut, da kann man mal schauen, ob man irgendwas sieht. Weil hier sieht man meistens eher etwas. An Tieren. Entschuldigung, bin heute noch ein bisschen verschlafen. Bewegt sich da etwas oder nicht? Nein, ist nur Schatten. Ist nur Schatten. Ja, wir gehen auf alle Fälle zu der einen Jagdhütte, da wo wir damals den Weißhirn Hirsch geschossen haben. Und warten dort. Also wir haben natürlich vorher schon Glück. Was natürlich zum Vorteil wäre. Dann wären die Folgen nicht immer so lang. Oder die Serien. Dann kann man viel mehr erreichen. Aber die Natur spielt natürlich immer einen mit. Im Real Life ist es auch so. Da nimmt man sich vor zu grillen. Und was passiert? Es kommt Regen. Weil es ist auch schönes Gebiet hier. Also mir gefällt es auch wieder. Keinerlei Spuren, das gibt's doch nicht, oder? Okay, irgendwo habe ich jetzt etwas gehört. Das wird aber wahrscheinlich wieder so ein Truthahn gewesen sein. Da eine Spur. Und es fängt an zu regnen. Aha, hier haben wir schon eine Bärenspur. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Denn die liegt fast auf unserer Bahn, wo wir hinwollen. Ja, aber so leid es mir tut, der Bär interessiert uns eigentlich weniger. Also da ist noch mal eine Spur. Eine Spur von einem Fasan. Ah, Truthahn. Gut.
Natürlich, wenn uns jetzt der Bär über den Weg läuft, dann werden wir dennoch ihn interessieren, wenn wir uns drauf schießen, aber beim ersten Mal ging es ja nicht, da wir der Bär zu weit weg war und wir noch kein Zielfernrohr hatten. Truthahn. Jetzt kommen wir gleich auf die Straße, wieder auf den Weg. Und hier unten kommt auch schon die Hütte, an der wir jetzt einfach mal ein bisschen warten. Mal schauen, ob sie überhaupt irgendwelche Hirsche in der Gegend gibt. Ich denke ja, weil hier haben wir die Losung. Ah, Roosevelt war Pity. Hier treibt sich hier alles rum, nur nicht das Tier, was wir brauchen. Also wir können mal Folgendes machen, wir können mal rufen. Aber vielleicht treibt sich hier irgendwo ein Weißwedelhirsch herum. Ja, wir gehen auf alle Fälle oben hoch und schauen einfach, ob wir irgendwas finden, sehen oder ob sich irgendwo was bewegt. Sehr ruhig hier. So, wir werden aber zuerst schauen, was es hinter dem Haus so gibt, ob wir da irgendwas sehen, bevor wir dann vorne wieder rausschauen.
bin wieder voll angespannt, weil ich die Bärenspur gesehen habe. Und ich nicht weiß, ob noch mehr Bären hier in der Gegend rumlauern. So, sehen wir irgendwas. Mal kicken. Schauen wir mal, was jetzt da drüben so im Gebüsch ist. Nichts, rein gar nichts. Alles leer. Ja, alles leer. Ah, da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was. Das einfach abwarten. Die Frage ist halt, wo kam jetzt das Geräusch her? Aus welcher Richtung? Wir hätten zuerst schauen sollen auf dem Hundermeter. Wir brauchen zumindest 140 Meter. Aber auf der anderen Seite. Hier haben wir nichts. Gar nichts. Dann rufen wir mal nochmal. Weiterhin die Ohren, Augen und Ohren und alles aufhalten. Auch immer wieder das Fernglas verwenden. Okay, da war es jetzt wieder. So, dann schauen wir jetzt, wo das Geräusch herkommt. Okay, auch von dort. Das heißt, der müsste jetzt bald auftauchen. Dann legen wir uns schon mal hin. Da ist er. Ich hoffe nur, dass er weit genug weg ist. Nein, nicht mit dem Bogen. Aber wir brauchen 140 Meter, wir müssen uns beeilen. Sonst ist er zu nah und dann passt der Schuss nicht mehr. So, wo ist er jetzt? Da oben rennt er. Ja, da liegt er, da hat sich hingelegt. Gut, ich glaube, wir haben. Und natürlich die Frage, ob die Entfernung passt. Und ich hoffe mal, dass wir Glück hatten. Gehen wir natürlich gleich noch zu der ersten Spur.
hoffe, dass wir die 740 Meter hatten. Da ist die Spur. Aber ich glaube weniger. So, jetzt müssen wir irgendwie. Da ist er, genau. Flüchtend. Dann folgen wir der Spur. Der Geruchsreduzierer ist abgeklungen. Muss man gleich wieder draufschmeißen. Immer ganz wichtig, dass der nie ausgeht. Das heißt, man eigentlich immer so eine Minute vorher. Weil schlimm ist es immer, wenn da viele Tiere um einen rum sind und dann geht der aus. So, ich hoffe. Ja, genau, da ist die nächste Spur. Dass das die Weite war, wo wir brauchen, damit wir dann zum nächsten Thema kommen können. Da unten liegt da. So, dann schauen wir mal. Großes Geweih hat er. Nein, aus 43,1 Meter. Verdammt, wir müssen warten. Wir brauchen noch einen zweiten. Das war wohl nichts. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt müssen wir natürlich erstmal, seinen Kopf wieder irgendwie in Position bringen, dass er sein Geweih richtig sieht. Jawohl, gut. Ach, Mano, das heißt zurück. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung dem Hochsitz. Entschuldigung. Richtung dem Hochsitz da oben. Denn hier haben wir jetzt eh alles vertrieben. Und dann schauen wir mal, was wir von dort aus sehen. Wir kriegen den schon noch, den Weißwedelhirsch. Ja, um 5, ja nicht ganz, um 4 Meter, 4,5 Meter verfehlt. Naja, kommt vor. Das ist das, weil wir noch kein Entfernungsmesser haben, ist es ganz schwer zu abzuschätzen. Und mein Fehler war wieder, genau das muss ich gleich machen. Ich muss meine Waffe gleich wieder durch vollladen. Okay, die ist vollgeladen. Ich war nicht fertig, also meine Waffe war nicht fertig geladen. Und das hat wertvolle Sekunden gedauert und der ist ja eh gelaufen. Sprich, wäre sie fertig geladen gewesen, hätte ich eventuell unter Umständen die richtige Entfernung gehabt. Aber naja. Wir wissen zumindest, dass welche hier sind. Das heißt, wir können eigentlich noch mal rufen. Vielleicht sind ja noch welche in der Nähe. Da haben wir eine Spur. Gleich mal schauen, was das für eine ist. Da wissen wir nämlich definitiv, was hier ist.
Fehle Bärenspur, die führt sogar da hoch. Von einem Schwarzbären. Das heißt, wenn wir Glück haben, kommen wir vielleicht auch noch zu einem Abschuss von einem Bären. Wir müssen uns so vorsichtig verhalten und ruhig verhalten, weil so ein Bär ist natürlich nicht gerade eines der freundlichsten Tiere. Kann ich mir gut vorstellen, dass man den ab und zu nicht gut Kirschen essen ist. So, jetzt müssen wir da durch und schauen, dass wir zu dem Hochsitz kommen. Und da vorne habe ich ihn dann schon gesehen. So, und hier mit vorsichtig verhalten, weil der kann, es kann sein, dass der Bär da drin irgendwo ist. Oder ja, muss ja nicht. Aber dennoch. So, da ist der Hochsitz. Den werden wir jetzt dann gleich erklimmen. Und dann hoffen wir, dass wir einen Weißwedelhirsch erwischen. Da ist wieder die Bärenspur. Also der Bär ist direkt hier vorbeigekommen. Gut, zumindest sind wir jetzt auch schon mal in Sicherheit hier oben. Dann rufen wir mal nochmal. Vielleicht kommt ja etwas. Das war eine sehr schöne Gegend hier. Nichts zu sehen. Mann, ich möchte weitermachen mit der Ausbildung und nicht da jetzt tagelang an wegen vom Scheiß Weißwedelhirsch hier rumstehen. Gut, wir können jetzt auch den Bärenspuren folgen, aber ich möchte nichts vorgreifen. Die Situation mit dem verwilderten Schweinfreund, okay, steht der Bär direkt hier, okay, aber die herlaufen natürlich nicht, denn ich habe ein bestimmtes Ziel. Da muss man halt ab und zu mal ein bisschen warten. Wenn man auf so einem Hochsitz ist, dann kann man so ruhiger mal so 10 Minuten warten. Dann sollten wir aber weitergehen. Und es regnet.
Nichts, gar nichts. Naja, ich werde jetzt dennoch abbrechen, die Aufnahme, denn ich muss noch was tun heute. Und ja, tut mir leid, haben wir doch nicht das geschafft, was wir wollten. Aber sowas kommt vor. Jo. Okay, Leute, tut mir leid. Beim nächsten Mal, schade, dass wir noch kein Zelt haben. Beim nächsten Mal könnten wir dann, wir hätten wir nämlich hier zelten, können wir von hier aus dann weiter. Beim nächsten Mal hoffe ich aber, dass wir das Glück haben mit dem Weißwittelhirsch. Ja, tut mir leid, aber sowas kommt auch mit der Ausbildung vor. Leider sind die Tiere hier wirklich in diesen virtuellen Wald lebende Tiere und keine Attrappen. Da, wo man einfach hinstellt und drauf schießt. Nein, die haben ihr eigenes Leben und deswegen haben die sich heute nicht richtig sehen lassen. Und wir haben zwei Abschüsse, aber leider nicht den, was wir wollten. Gut, macht aber nichts. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.